Schön, dass ihr wieder dabei seid. Eine neue Runde World of Tanks hier bei mir auf dem Kanal Steve Austin LP. Und normalerweise hatte ich es eigentlich geplant, ein, zwei Live-Runden mitzuschneiden. Das Problem ist einfach nur, dass gerade wenn es immer live ist, es nicht so gut läuft. Und ich, wer mich kennen sollte, kein Typ ist, der immer alles irgendwie schön darstellen will irgendwo, dass immer alles episch ist und man immer sonst wie viel macht. Aber es bringt halt auch nichts, den Zuschauern vielleicht zu zeigen, irgendwo so ein bisschen Larifari-Runden. Und damit meine ich wirklich diese Worst-Case-Runden bei World of Tanks. Wo wirklich das Team wieder nichts macht, nur rumsteht. Jetzt habe ich aber heute, und das muss man ja auch mal ansprechen, drei gute Runden hintereinander gehabt. Und das ist jetzt die dritte. Es wurde irgendwie immer besser. Jede Runde... Wir reden von Frontline. Jede Runde General. Jede Runde einiges gemacht. Ein bisschen mal rumprobiert. Ich glaube zweimal wieder Verteidigung, einmal Angriff. Und ich tue mich ja eigentlich mit Verteidigung immer so ein bisschen schwer. Aber hey, habe ich halt mal ein bisschen Schaden ausgeteilt und wollte euch das halt auch mal zeigen. Zone C wird angegriffen. Wir sind auf der Karte Kraftwerk. Verteidigen gerade Sektor B und haben das echt gut gemacht und auch lange durchgehalten, muss ich sagen. Ihr seht das ja, Frontline, der Modus A, B, C müssen erobert werden, also A um D freizuschalten, B um E freizuschalten, C um F freizuschalten. Habt ihr die zweite Reihe einen von den Sektoren eingenommen als Angreifer, habt ihr die Möglichkeit zu 1, 2, 3, 4, 5 den Geschützen zu kommen und davon müssen drei zerstört werden. So gefühlt wie immer bin ich Verteidiger. Daher stelle ich mich mit meinem ELC Even 90, also 90, dem französischen Premium-Fahrzeug der Stufe 8, in den Cap und blocke einfach. Das Problem ist jetzt gerade, wie ihr seht, mein ganzes Team steht hier. gefühlt. Daher kriege ich nicht so viele Punkte ab oder gar keine. Das ist das Einzige, was mich irritiert hat. Ich glaube, ihr werdet es nachher leider nicht sehen, weil ich Intelligenzbolzen habe. Das habe nicht drei Screenshots gemacht, sondern, oder genug Screenshots gemacht, sondern nur ein. Hier dachte ich mir, hey, was soll's? Holst dir mal die ISU. Also, normalerweise, das sind so Momente, wo ich den Tod echt verdient hätte. Wo ich mir immer wieder so denke, irgendwo, ja, oder einfach so diesem, irgendwas zwickt mich dann. Also auch ich habe solche Momente, die völlig eigentlich sinnlos sind und wo ich vielleicht sogar mit Glück wieder rauskomme. Wo ich mir denke, oh mein Gott, normalerweise hättest du da jetzt sterben müssen. Aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, ich habe leider nur einen Screenshot von der Gefechtszusammenfassung. Muss jetzt reichen. Ich habe es versucht, auf WOT Replays hochzuladen. Aber schön, dass WOT Replays Frontline-Gefechte nur eine Zusammenfassung von einem Panzer darstellt. Und deswegen sind die Daten halt nicht ausreichend oder unverfälscht. So, worum es mir aber ging, war, ich habe am Ende des Gefechts nur 15 Verteidigungspunkte. Und dafür weiß ich nicht. Ich stand eigentlich die Hälfte des Gefechts nur im Cap. Gefühlt. So, wieder in meine Ecke rein. Und als kleinen Tipp, maracht in diese Ecke nicht mit euren Light rein. Ich habe da schon... Ich habe da schon ein Gefecht auf der Seite verbracht. Weil ich da so rein maracht bin und dann, ja... Der Skorpion bietet mir schön seine Seite an. Sowas nimmt man natürlich dann entgegen, ne? Ihr müsst da ein bisschen Gefechtsübersicht zeigen, sehen, der sowieso gerade nicht auf mich fixiert, steht aber so seitlich raus aus dem Haus, also gönnt ihm einmal einen schönen Schuss rein. Und ihr seht oben, ich kriege immer mehr Punkte für meinen Rang dazu. Und. Schon mal Unteroffizier. Da wäre ich immer so ein bisschen nervös, wenn die da vor mir rumtanzen, weil oft ist es auch so, dass die nach hinten setzen und mich gegen die Wand drücken.
Und ich dann auch wieder auf der Seite liege. So, schauen wir mal. Es ist halt hartes Verteidigen. Die Gegner stehen die ganze Zeit im Cap. Er versucht mit HE durch die Wand zu schießen, ganz clever. Und man selber versucht halt nur die ganze Zeit zu blocken, um Punkte zu bekommen für seinen Rang. Weil, Hand aufs Herz, das Einzigste oder die Priorität Nummer 1 beim Frontline-Modus ist nun mal der Rang, damit man dort weiter vorankommt. Normalerweise, das ist eins meiner großen Probleme bei WoT Frontline. Ich bin, wenn ich im Verteidigungsmodus bin, bin ich irgendwie sehr passiv eingestellt, weil ich mir denke, ja, lass den Gegner doch kommen. Aber das könnt ihr nicht machen. Ihr müsst trotz Passivität, trotz Verteidigen irgendwo eine Art und Weise finden, wo ihr aktiv seid. Wo ihr dem Gegner Schaden zuführt, weil es ist einfach so, jetzt dachte ich auch wieder, fährst hin, aber nee, ich habe gemerkt, macht keinen Sinn. es ist einfach so, dass wenn ihr die ganze Zeit nur dasteht und rumsitzt, dass der Gegner euch irgendwann umzingelt oder ja, irgendwann seine Kräfte bündelt, ob nur bewusst oder unbewusst. Da hinten fährt jetzt ein Heavy einfach mal weg, weil er sich denkt, auf der anderen Seite sieht es auch hübsch aus. Und ja. B ist natürlich gerade jetzt so ein bisschen unterbesetzt, beziehungsweise die neuen Kräfte kommen erst noch und das ist mein Tod. Und der Heavy da oben, keine Ahnung, was der da macht, wieso er denkt, er muss jetzt auf A fahren. A ist alles safe, da sind genug Kräfte und er denkt sich, ich fahre mit meinem AMX 50-100 einfach mal woanders hin, weil B, pff, die machen das schon. Traurigerweise ist es ja wirklich so gewesen, dass wir es gemacht haben, aber es ist vollkommen sinnlos, was er da gemacht hat. Also, packe ich mir ein Herz, nimm den Rad an vom Flame for Fame und nimm einfach mein Objekt 7032 in Klammern 122. Lassen wir das dabei und nennen es einfach das Objekt 7032. Ihr wisst, was gemeint ist. Und nimm einfach jetzt ein Heavy und tank mich rein. Die Aufgabe, die so ein Heavy hat. Sieht natürlich gerade schlecht aus. Und manchmal brauchen die Leute auch einfach so einen Arschtritt, dass sie ihren Arsch bewegen. Und weil der Medium hier, Hoffi KT, weißt du, aus der Distanz schön zugucken, der Cap ist beinahe eingenommen, anstatt er da jetzt mal reinfährt und mit Stress macht. Nein. Ja, es verdient. Natürlich ist das eine schwierige Situation und es wird umso schwerer, wenn dein Team nicht mithilft. Hammerwack. Mal Glück gehabt. Und natürlich kriegt man dort eine Kampfreserve nach der anderen ab, ne? Aber man steht im Cap und verteidigt einfach, dass der Gegner das nicht einnehmen kann. Das ist wertvolle Zeit, die dem Gegner dann flöten geht. Und dann müssen die Leute, die dort halt im Cap stehen und das Ganze blocken, müssen da auch verteidigt werden. Und das ist wirklich der falsche Zeitpunkt, um sich Sorgen um seine HP oder die Panzerlackierung zu machen. Da muss man dann einfach mal angreifen. Auch Arti-Schlag gesetzt auf die Jungs dort.
einfach nochmal sie dran erinnern, dass ich auch da bin. Und den gucken wir uns gleich noch an. Wie heißt der? Pepa977 im Lynx 6x6. Und Luftangriff ist bereit. Holla die Waldfee. Dafür benutzt man Kampfreserven. Und nicht, weil man irgendwo einen Panzer mit 100 HP sieht. Sondern für mich Kampfreserven ideal zum Verteidigen oder halt zur Interaktion im Cap-Kreis. Jetzt wird der Löwe hier. Unsere Verstärkungen sind eingetroffen. Alles Zeit, was den, was dem Gegner. Kontrolle über Zone F verloren. Der Gegner erhält mehr Zeit. Was dem Gegner näher fehlt. Das war jetzt ein bisschen eher ungünstig. Ich dachte, ich kriege ihn mit einem Schuss weg. Aber natürlich mal wieder nicht. Musste jetzt Ketten reparieren, damit ich da wegkomme. Und warte jetzt auf meinen Rep-Kit, um mein Munitionslager zu reparieren. Und guck immer wieder mit einem Auge auf die Minimap. Guck immer wieder, ob meine Flanken gedeckt sind. Weil ihr seht das. Dort, wo der Emil 1951 ist, die Flanke von mir. Schön die ISO gekettet gehabt. Und nochmal ketten. Sidescrapen, damit auch nur meine Kette erwischt wird. Ah, jetzt gibt's einen Artischlag. Das ist der blanke Kampf. Aber wir sind nun mal die Verteidiger. Und ich fahre ein Heavy. Und das ist meine Aufgabe. Nichts anderes. Außer was er da mit seinem Oho jetzt macht. Das Einzige, was er macht, ist im Weg stehen. Fairerweise, er wollte halt einen Schuss setzen. Aber ja, das kann man auch anders machen. Und ihr seht halt, ich bin schon Major. Also, als Verteidiger geht das echt. Wenn ihr im Cap steht, die ganze Zeit völlig unbewusst konzentriert ihr euch auf das Gefecht, auf das Verteidigen und nehmt die ganze Zeit Punkte für euren Rang oben mit. Also easy, easy peasy. Aber natürlich halte ich das da nicht ewig durch, ne? Also so ist jetzt nicht. Und jetzt hab halt zu wenig Unterstützung. Keine Chance. Jetzt nochmal Geschütz zerstört, kann mich nicht wehren. Und wurde rausgenommen. Alles kann man denn nicht alleine machen, ne? Das geht einfach nicht. Bereit zum Einsatz. Aber dann nehmen wir unser zweites Biest, das Objekt 252U. Rein theoretisch habe ich ja dank dem einen Weihnachtsevent auch den Defender. Den könnte ich eigentlich auch ausrüsten. Und dann könnte ich richtig mit den Heavys eskalieren. Das Einzige, was in der Runde halt wirklich fehlt, ist, dass ich den meisten Schaden im Team gemacht habe. Dann hätte es nochmal was gegeben. Und dass ich mit dem Objekt 703 mal den beide Rohre auf einmal abgegeben hätte. Das hört sich immer so episch an. Natürlich nicht für einen Gegner. Wobei halt das auch nur geil ist, wenn du halt auch durchschlägst. Wenn nur einer durchschlägt oder gar keiner, dann ist irgendwie auch doof. So, also weiter das Spiel. Ich gehe mit meinem Heavy wieder, Tank wieder Richtung Cap. Und denkt mir jetzt einfach,
Es sind nur noch 2 Minuten und ich bin kurz, also ich bin schon Major, also versuche ich dann auch, will ich auch den General, also ganz ehrlich. Und das kann ich halt dann im Prinzip nur mit Schaden erreichen. Da jetzt nicht ganz so clever von mir, auch wieder so dieses, da hätte ich auch ein bisschen seitlich, also sidescrapen müssen. Nur ich weiß halt auch nicht, was da hinten so ein bisschen steht, also. Da bin ich jetzt leichtfertig gewesen, dass ich da so seitlich mich stelle. Und natürlich jetzt auch noch Arti kassiere. Das war nicht gut. Beziehungsweise den Arti-Treffer gut, kann jetzt keiner riechen, dass da gleich die Arti irgendwie hinhittet. Die wollte wahrscheinlich den anderen da treffen. Unsere Verstärkungen sind eingetroffen. Nochmal Glück gehabt. Gehört auch dazu. Will einfach gerade zur Rap-Zone. Der Gegner erhält mehr Zeit. Schwere Artillerie ist bereit. Ich wollte erst. Aber dann dachte ich mir, nee. Und dann setze ich ihn doch dahin. Das finde ich immer blöd, dass wirklich bei den Kampfreserven das Ziel sonst wohin geht. So, und weil ich jetzt wieder ein bisschen alleine bin. Luftangriff ist bereit. Wir haben Ziel 5 verloren. Gehe ich wieder auf meine Standardposition. Einfach so ein bisschen wie der taktische Rückzug. Das wird jetzt mies. Kennt ihr diese Leute, die auf dem Weg sind zur Reparaturzone, um sich zu reparieren? General. Und 2 Leute, die kräftig abkotzen. Geiler wäre nur noch so ein bisschen getimed, dass sie gerade in die Rap-Zone reingefahren wären. Das wäre noch so richtig mies gewesen. Da kommt ein schönes Tigerchen. Und der Spaß geht wieder von vorne los. Für einen Rang brauchen wir jetzt nichts mehr machen. Das ist einfach nur noch just for fun. Der Tiger wird sich auch gerade gedacht haben. Puh, er hat mich verfehlt. Nee, habe ich nicht. Da werde ich jetzt auch ein bisschen leichtfertig, beziehungsweise denke mir, ja, geht eh nicht mehr so lange. Muss ich ruhiger bleiben. Einfach es warten, bis sich das Rohr wirklich auf die Unterwanne runtersenkt. Und das ist auch, fahr vor, obwohl ich noch gar nicht nachgeladen habe. Krieg natürlich von hinten, weil die Flanke halt da nicht verteidigt wird. Und hab dann da auch keine Chance mehr. Der WZ nimmt mich da einen nach dem anderen näher so auseinander. Weil den keiner angreift da. Und jetzt kommen sie von allen Seiten. Keine Chance. D, wie man sieht, fällt auch gerade komplett. Und dann... Ja, was wird's machen? Also auf D brauche ich nicht mehr gehen. Arti brauche ich auch nicht wählen, weil Arti wäre jetzt meine Überlegung gewesen, aber würde nur auf D gehen und D ist schon verloren. Kontrolle über Zone D verloren. Angreifer erhalten mehr Zeit. Also meine Überlegung halt, einfach mal einen nächsten Heavy zu nehmen, da meine Panzerschweine oder meine Russen gerade also noch Cooldown haben. Denke ich mir, okay, nimmst einen Somua. Bisschen Panzerung, Magazin, könnte lustig werden. Los geht's. Nicht so lustig, wie ich es mir erhofft habe. Weil für mich, ich wusste, unten B ist verloren, weil zu wenig Leute und da ist jetzt einfach
zu viel Betrieb. Also lerne ich schon mal, dass ich mit dem Panzer nicht überall durchfahren kann. Und versuche mich schon mal vorab in Position zu bringen. Und ich habe es gar nicht mehr so in Erinnerung gehabt. Ich muss ja mit dem Sumoa eine entspiegelte Optik drauf haben oder so. Weil die Sichtweite ist ja brutal. Also fast Maximum. Natürlich ist der für mich nicht direkt jetzt was für einen Nahkampf, obwohl er auch eine bessere Panzerung hat als jetzt zum Beispiel ein AMX. Also eher was so auch flankieren und so weiter. Beziehungsweise zweite Reihe. Aber das ist ja hier für den Modus eigentlich ganz gut gewesen. Das hätte ich ein bisschen eher realisieren müssen. Auch zum Thema, wie ihr merkt, Premium-Fahrzeuge müsst ihr natürlich nicht fahren, so wie ihr das Geld habt, so wie ihr das Geld haben wollt und ausgeben könnt. Ich habe fast Premium-Only und Credit-Reserven laufen, deswegen kriege ich auch Frontline einiges an Credits. So, jetzt realisiere ich nämlich, dass da links ein schöner Heavy zu sehen ist, den ich ja vielleicht flankieren könnte von der Position, weil er das ja gar nicht jetzt rechnet. Ich schieße ihn ja praktisch nicht nur in die Seite, sondern halt schön von hinten und mache gleich sogar noch die Leute auf. Das hat mich in dem Moment ein bisschen überfordert, vor allem, dass ich auch offen bin, wer auch immer mich da jetzt gespottet hat. Schön einen Schuss versemmelt. Dann geht er natürlich zu, dann schießt ein anderer. Und dann steht da, keine Ahnung, eine AFK-Lorraine. Muss man ja mal ausnutzen. Dachte ich mir. Mach ihn noch einmal auf, um sicher zu gehen, okay, ist der wirklich AFK? Scheint wohl. Also tschüss. Entfernen wir ihn mal aus dem Spiel. Aber halt auch ein bisschen zu verspielt gerade gewesen. Luftangriff ist bereit. Jetzt nochmal den Luftangriff setzen dort. Nochmal einen rausnehmen, aber die stehen auch zu gut. Und die ganzen... Hat mich so ein bisschen auch irritiert da. Ihr seht, ich durch 10 Elektromasten und was weiß ich baller ich da durch. Jetzt habe ich irgendwas getroffen, was da vor ihm stand. Alle Basen räumen. Und die sind jetzt in der Overtime. Aber überall Gegner. Jetzt erwischt mich die Lore. Ich sehe auf einmal nichts mehr. Die anderen stehen safe und ich krieg von überall irgendwie. Und hab jetzt, wo ich leer geschossen bin, auf einmal Lights hinter mir. Wo ich dachte, ja, danke. Und natürlich dann eh... Wir haben Zone E verloren. Verlassen Sie den Sektor so schnell wie möglich. Auch verloren. Völlig unnötig, was dem Gegner nochmal 4 Minuten schenkt. Aber was mir die Möglichkeit gibt, da nochmal Schaden zu machen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, den letzten Bereich, den machst du halt nur mit Arti. Wir haben uns erfolgreich zurückgezogen. Noch ein, zwei Schüsse setzen. 3 Minuten 30. Der Gegner hat zwar schon ein Geschütz zerstört, aber er muss ja immer noch 2 zerstören. Deswegen... Ganz entspannt erstmal, die Arti ist nachgeladen. Warten, bis meine Kampfreserve voll ist. Mein Arti-Schlag, Stufe 5. Bin jetzt schon bei fast 10.000 Schaden. Aber auch einiges vorbereitet und so weiter. G
General ist auch schon drin, also die Runde ist eigentlich für mich schon optimal. Wenn man das jetzt noch über die Runden bringt, dass man gewinnt, dann ist das gut. Jetzt seht ihr, ich lade noch ein paar Leute in Zug ein. So ein kleiner Trick bei Frontline, wenn ihr über 20 Kills habt als Zug, kriegt ihr wieder eine Medaille. Ich war bei 8 zu dem Zeitpunkt. Und dann, ja, welche mit 7 und 6 einladen und dann passt das. Da sieht man es, ich habe 8. Dann kommt der Spieler Mizitan dazu mit 7, sind wir bei 15. Ein Spieler ist dem Zug beigetreten. Und noch Kicks HV mit 6 und dann sind wir bei 21 und dann steht das schon mal safe. Noch ein bisschen mit der Arti rumspielen, weil in 1 Minute 40, das sollte schon mit Zauberei zu sich gehen, wenn die jetzt auf einmal, weil die ganzen Geschütze sind noch komplett heile, nicht einmal angetouched, hätte ich meiner gesagt, nicht einmal berührt. Und sie sind ja nicht in der Nähe der Geschütze, also das Ding ist durch. Ob da mal ein Light durchfährt oder... Also ansonsten sind die nicht mehr in der Nähe der Geschütze. Obwohl sie das eine schon zerstört haben. Da ist irgendwann mal einer durchgejodelt, hat das Geschütz zerstört, weil keiner drauf geachtet hat. Gebracht hat es dem, wie man sieht, nichts. Denn die goldene Regel, was viele immer nicht einhalten, bei Frontline ist, erst die Sektoren einnehmen, dann die Geschütze zerstören. Weil dann habt ihr genug Zeit dafür. So, 21, 20 Sekunden. Hier denke ich auch, geil, Kampfreserve. Gönne ich mir. Beide, ne? Hör auf. Noch bevor mein Arti-Schlag eintrifft, beide tot. Dann dachte ich mir, hier, 5%, das ist meine. Komm, versuchen wir einen Glücksschuss. Und? Habt ihr gesehen? Habt ihr das gesehen? Der ist eingeschlagen. Heißt, ich habe ihn getroffen. Schön. Direkt gehittet in dem Moment, wo das Spiel vorbei war. Er wird sich gefreut haben, doch nicht gestorben. Keine Ahnung. Und ja, am Ende sah es halt so aus. Fairerweise, wie gesagt, Creditreserve 50% nochmal auf die erhaltenen Credits drauf. Und dann mit Abzüge am Ende waren es 350k plus in einer Runde. Dauert natürlich auch länger so eine Frontline-Runde, das auch. Aber mal 100 runtergebrochen, sagen wir mal, wenn wir jetzt 30 Minuten spielen oder unter 30 Minuten und so ein Zufallsgefecht, ich weiß, die meisten sind nach 3 Minuten vorbei, aber sie sind auf 15 Minuten ausgelegt, die Mitte ist 10 Minuten. Wenn wir jetzt sagen würden, diese halbe Stunde Frontline durch 3, wir machen auch im Zufallsgefecht keine 100.000 plus oder selten. Denke ich jetzt einfach mal. Nichtsdestotrotz, super Runde gewesen, General der Armee, General geworden. Dann in der Mitte, die Medaille seht ihr, ist für, wenn ihr 20 Kills macht als Platoon, als Zug und dann außen wieder das Ding, wenn ihr als Verteidiger 4 Schaden macht an Fahrzeugen im oder um den Cap. Und das sollte ja in der Runde funktioniert haben. Ich hoffe, dass es euch mal wieder gefallen hat. Wenn ja, teilt gerne meinen Content, liked ihn und schaut euch gerne die anderen Videos hier bei mir auf dem Kanal an. Habt ihr Fragen oder irgendwelche Ideen, dann immer rein in die Kommentare damit. Jede Form der Unterstützung hilft mir. Also bis zum nächsten Mal.